So, meine Herren und Damen, herzlich willkommen bei Dying Light, Dying Light 2. Zu, ich muss einen anderen Weg finden. Danke fürs Einschalten, schon mal. Aiden, bist du da? Ja, bin gerade ein wenig im Stress. Nur mal kurz zur Info. Es gibt Bewegungen bei den PKs. Sie suchen dich. Pass auf dich auf. Viel Glück. Okay, warum mich? Okay. Oh, Alter. Na, der Jerry-Tunnel. Das könnte es sein, wovon Hakon gesprochen hat. Aber keine Spur von Walls. Noch wahrscheinlich. Ah, da kommt man noch nicht rein. Wahrscheinlich erst, wenn da das Tor aufgeht. Vermute ich mal. Vielleicht gibt's hier ja eine Art Generator. Easy. Ah, da kommt man nicht rein. Alter. Ätzer. Oh no. Das hat mir gerade noch gefehlt. Alter. Thank you.
Oh, wow. Bist du für ein mieser Hurensohn? Was hinter Tür Nummer 1 ist. Aiden, nie ein Anruf, nie ein Brief. Ich dachte, das zwischen uns wäre wahre Freundschaft. Waltz hat Lucas Tod befohlen. Detektiv Aiden gibt erst Ruhe, wenn der Fall aufgeklärt ist. Das soll ich Ihnen glauben? Warum sollte ich? Weil Waltz hier ist. Halt! Jungs, durchsucht den Tunnel. Warum sollte Waltz Lucas umbringen lassen? Um die PKs zu schwächen, um Unfrieden zu säen, um Chaos zu verbreiten, was weiß ich. Ich hasse Politik, verdammt nochmal. Und Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Was gibt's da noch zu reden? Aether, Sie greifen das Hauptquartier an! Der Bazar! Sie haben die U-Bahn-Station eingenommen! Was zum Hölle? Mach schon, nimm dir die Tür! Diese Sau war es. Still! Ich habe Sie gewarnt, Aether. Ach, der Strom ist aus. Wir müssen den Sicherungskasten finden. Was ist hier los? Wer hat ihn abgeschaltet? Na, wer wohl? Machen Sie jetzt einen auf Klugscheißer? Ich meine ja nur, schnappen wir ihn uns. An Flucht ist eh nicht zu denken. Okay, suchen Sie nach dem Sicherungskasten. In der Nähe sollte es einen Abstellraum geben. Hepper, gehen Sie zum anderen Eingang. Ihr beide durchsucht den Tunnel. Das ist ein Labyrinth. Wenn Waltz sich hier versteckt, muss er eine Spur hinterlassen haben. Eine Schleimspur. Wir warten. Okay. Ja, ich schau mich um. Da kann ich mich hier nochmal aufladen. Nee, weil das UV-Licht ist weg. Okay, hier lang. Was haben wir hier? Okay, da ist nichts. Irgendwo ist hier noch eine Tür. Hier. Okay, also hier kommen wir schon mal nicht weiter. Hier auch nicht. Da muss hier irgendwo noch eine Tür sein. Hm.
Ach da. Hab ich jetzt nicht. Irgendwas gefunden? Hier sind Kabel. Aber alles unter Wasser. Sieht nicht gut aus, Lieutenant. Die Geräte sind seit 15 Jahren stillgelegt. Suchen Sie weiter. Hoffentlich ist das nicht der Grund für den Kurzschluss. Okay. Hier war jemand. Hat das Kabel rausgerissen. Oh, shit. Durchgekommen? Ich habe es ja kaum bis hierher geschafft. Ah, verflucht. Irgendjemand hat diese Tür verschlossen. Oh Mann. Wie komme ich da drüben rein? Sie werden für Lukas bezahlen. Hat sie Jack Matt immer noch an der Leine? Sparen Sie sich das für den Richter, der Ihnen dann den Kopf abhacken lässt. Meinen Sie wirklich, dass es so kommen wird, Leutnant? Lukas Tod war bloß der Anfang. Sie geben zu, dass Sie ihn töten ließen? Packt ihn! Warum stört sie sein Tod so? Macht ihnen ihr neuer Posten keine Freude? Neuer Status, neue Aufgaben, neue Chancen? Verdiene ich dafür nicht zumindest ein Dankeschön? Labern können sie, aber jetzt ist Schluss. Handschellen, Hepper. Freut mich, dass du endlich bei uns bist und nun gib mir, was du mir geklaut hast. Gib den Schlüssel zurück, Junge, sonst geht ihr alle drauf. Fuck! Hepper! Worauf wartet ihr noch? Tötet ihn! Du wirst für deine Taten büßen! Schau an, das Jüngelchen markiert den großen Macker. Dabei ist er doch noch ganz klein. Nichts als ein kleiner Junge. Alter, was zur Hölle? Der hier ist auch tot. Er hat sie komplett verwurstet. Hey, guck mal da, da bewegt sich was. Der Boss ist in der Fabrik. Sag Bescheid. Hey, mit dem stimmt was nicht. Scheiße. 1, 2, 3, komm!
zu schnell für dich? Holy shit, Rage-Modus! Holy fucking shit! Heilige Mutti! Ich habe aber nicht alle gekillt. Was zum... Da, mir drückt der Kopf! Was ist mit mir? Was ist hier passiert? Der Schlüssel! Walt hat den GRE-Schlüssel! Heilige Mutter! Das war's, Walt. Dich hole ich mir. Falsche Richtung. Da lang. Schön regenerieren, mein Freund. Jetzt nicht fallen, Aiden. Oh no. Alter. Alter! Ja, das war's. Das wäre auch so schön, um wahr zu sein. Komm. Komm, komm, komm. Alter, jetzt. Ah, Mann. So. Thank you.
So. Alter! Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, kurze Halle, fix jetzt. Komm. Och. Es ist doch nicht normal. Ah, Wahnsinn. Egal. Ach, Alter. Alter, das war jetzt knapp mit der Ausdauer. Yeah.
Sparkrutze, Halli, fix da jetzt. Komm. Na also. Mal Gott gucken nach einer anderen Waffe. Ich habe ja Dutzende dabei. Okay, der ist filetiert. Sauber filetiert. So, wir kommen. Okay, hier hin. Ah, das schafft man nicht. Shit. Ah, jetzt geh doch da hoch, Bro. Jawohl, geht doch. Gut, dann müssen wir da hoch.
Okay. Alter, jetzt. Ja, ich hab mal keine Heilung reingeworfen, ich Arsch. Komm, lad. Och, das ist doch jetzt nicht... Jawohl. Das ist ja jetzt ein Lachen nochmal da. Oh. Wo ist sie? Du. Dich habe ich doch schon mal getötet. Diesmal geht das nicht daneben. Du warst also mal mein seltsam. Na gut, bevor ich dich töte, darfst du ein echtes Spektakel erleben. So schließt sich der Kreis. Wir kehren an den Anfang zurück. Und nun erlebe, wie Geschichte geschrieben wird. Geschichte? Wir waren 5 Jahre alt. Du hast Kinder gefoltert. Wir waren Kinder. Aber doch für einen guten Zweck. Du kannst mir danken, dass du noch lebst. Stärker bist als andere. Ein Erwählter. Stärker, als ich jemals dachte. Und auch schwächer als ich. Willst du noch was sagen? Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Schwester? Was hast du mit mir gemacht?
Aiden, du lebst. Lauf! Moment! Ich muss... Was zum Henker? Lauf! Er verwandelt sich! Alter! Die Alte schon wieder. Ja, geh doch durch, Aiden. Ich bin noch unterwegs. Weg hier. Ja, komm, mach die Tür auf. Und nu? Ja, Aiden, mach die Tür auf. Weg hier. Alter. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Egal. Alter, was ist denn das? Ah, oh, jetzt geht die Scheiße schon wieder an. Ich hab... Komm, mach einfach die Tür auf, Aiden. Ja.
Alter. Alter. Jetzt rede! Wer zum Teufel bist du? Ich bin Aiden. Und du? Warum hilfst du mir? Zeig mir deinen Arm. Komm schon. Ich beiße auch nicht. Zumindest nicht fest. Wir haben etwas gemeinsam. An mir hat der Irre auch experimentiert. Mia, hast du sie gekannt? Mia? Nein. Wer ist denn Mia? Sie ist meine Schwester. Wir waren in einer GRE-Einrichtung. Ich muss sie finden. Hm. Wenn sie noch lebt, dann verkauft sie sich bestimmt irgendwo in der Stadt. Für Wasser. Was? Kann ihr keinen Vorwurf machen. Was redest du da? Scheiße! Hey, so ist die Welt nun mal. Ich meine ja nur... Ich muss sie finden. Okay, lass uns von hier verschwinden. Keine Ahnung, ob wir dem Psycho los sind. Okay, wir haben eine Leidensgenossin. Hey, warte! Wow, ist die schnell. Gibt's ja noch was zu finden? Ja, eine Kiste. Der Eingang zum Zentralring ist nicht weit. Dort sind wir sicher. Und nur? Ach so. Wow. Ich wusste nicht, dass es Treppen gibt. Wow. Das nehme ich noch gerne mit und dann können wir gehen. Komplett woanders. Hast du Albträume von dem, was er uns angetan hat? Die ganze Zeit. Deswegen will ich den Wichser ja umlegen. Waltz ist Nummer 3 auf meiner Liste. Du hast eine Abschussliste? Ernsthaft? Sehe ich aus, als mache ich Witze? In der Stadt gibt's einen Haufen Müll. Und ich bin die Putze, die hier alles blitzblank machen wird. Na, wer steht sonst noch drauf? Außer Wards, der Schlechter, Hakon und... Ach, weißt du was? Das ist eine verdammt lange Liste. Es gibt auch ein paar kleinere Nummern, die in Bolzen zwischen die Augen verdienen. Und wer hat dich damit beauftragt? Machst du Witze? Für die höchste Autorität des Landes. Meine eigene noble Autorität, euer Ehren. Und du? Was hattest du mit diesem Bastard Hakon zu schaffen? Na, du wirst es kaum glauben, aber er hat mir das Leben gerettet. Als ich in die Stadt kam, war ich infiziert. Kein Biomarker. Die Menschen im Bazar wollten mich aufknüpfen. Klar. Hätte ich auch gewollt. Der hat mich dort rausgeholt. Hat mir einen Biomarker besorgt. Unfassbar, dass er mich betrogen hat. Er hat jeden betrogen. Wirklich jeden. Ich habe ihm auch mal vertraut. Wirklich? Erzähl mir davon. Irgendwann vielleicht. Meine Geschichte ist fast genau wie deine. Er hat mich betrogen.
Und Menschen sind gestorben. Vergiss ihn besser. Oder mach's wie ich. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, hab am besten eine Armbrust und genug Pfeile dabei. Okay, genug geplaudert. Los jetzt. Er übernimmt das Kommando. Gefällt mir. Wir müssen jetzt los. Okay. Immer diese Ausbrüche, das ist echt der Wahnsinn. Bist du da? Ja, bin auf dem Weg. Wow, ich dachte schon, du wärst hinüber. Waltz hat diese Experimente wohl heimlich gemacht. Verdammter Psycho. Und niemand bei der GRE hat was davon bemerkt? Irgendwann schon. Da haben sie ihn rausgeworfen. Aber da war es halt schon zu spät. Mieser kleiner Hurensohn. Und Hakon, warum steht der auf der Liste? Wegen dem Mord an Lucas? Nein. Ich mag die blauen Marionetten, die PKs. Aber Lucas Tod interessiert mich einen Scheiß. Und warum dann? Das, mein Freund, ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Sagen wir, jeder auf der Liste verdient einen Kopfschuss. Und Hakon verdient was viel Schlimmeres. Mist. Hier war immer auf. Wir sind ausgesperrt. Na toll. Das ist eine GRE-Einrichtung, oder? Oh Mann, es hat funktioniert! Woher hast du den? Kennst du den? Woher kennst du Dylan? Naja, kennen wäre übertrieben. Er kontaktierte mich, weil er aus der Stadt fliehen wollte. Und vor Waltz. Er hatte Angst, weil wohl irgendwas passiert war oder er was rausgefunden hat. Was zum Beispiel? Keine Ahnung. Er wusste, dass ich mit Frank in Kontakt stehe. Aber dann war Dylan weg und hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, aber der ist Rip. Dylan gab mir das hier vor seinem Tod. Waltz hat ihn getötet. Fuck! Er hat ihn also doch erwischt. Dylan hat mir auch gesagt, ich solle jemanden namens LeWarn finden. Weißt du, wer das ist? Vielleicht war es Schicksal, dass wir uns trafen. Muss einen Grund geben, warum uns das Universum zusammengeführt hat. Was? Ich bin LeWarn. Dylan wollte Frank kontaktieren. Er meinte, der PK-Commander Lucas hätte was gefunden. Irgendwas, das Walt schon seit langer Zeit suchte. Er wollte raus aus der Stadt, damit Walt es nicht in die Hände bekommt. Den GRE-Schlüssel? Den hab ich jetzt. Vermutlich. Lucas starb wegen dieses Dings. Dylan auch. Sei vorsichtig. Sonst bist du der Nächste. Auf jeden Fall was Wertvolles. Für Walt wohl sogar unschätzbar wertvoll. Also pass gut drauf auf. Achtung! Was ist los? Unmöglich. Walt hat sicher die Generatoren eingeschaltet. Walt? Wieso das denn? Ich hab keine Ahnung. Wer weiß schon, was bei dem im Kopf los ist. Komm. Beeil dich, ehe sie wieder losgehen. Fahrgäste, der Zug ist verspätet. Wir von der Metro Service entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber gerne doch. Schnell, Aiden. Sieht aus, als wäre der Weg zum Zentralring frei. Okay, er hat den Strom hier eingeschaltet, aber warum? Ja, das machen wir jetzt noch kurz. Fähigkeiten. Ja. Aiden, hier drüben. In der Nähe. Yep, hier. Yep.
Okay. Können wir ja noch kurz leveln. Und was leveln wir? Ja, ich würde nochmal auf die Ausdauer gehen. Gehen wir jetzt, oder was? Natürlich. Ich habe Sightseeing gemacht. Haha, witzig. Scheiße. Verdammt. Schau nur, hier sind auch nicht. Es ist voll. Das ist ja echt unglaublich. Komm rauf aufs Dach. Wir schauen uns von oben an. Wir sehen uns oben. Das führt uns in den Himmel. Okay, aber warum hat der hier alles eingeschaltet? Warum? Warum? Hey, wo bist du? Ich bin schon da. Ich habe mich getäuscht. Ein Scheiß sehe ich. Ich dachte wirklich, das klappt. Wir wurden voll gelenkt. Na, was soll's. Na, zumindest alles ruhig. Ja, deshalb komme ich hierher, wenn mir alles zu viel wird. Also ziemlich oft, glaub mir. Schau, Aiden, sie sind wieder an. Sie geht verdammt nochmal wieder an. Siehst du das, Aiden? Siehst du? Das ist wunderschön. Ich kann's nicht glauben. Nein, ich kann's einfach nicht glauben. Lovan, siehst du das? Ich sehe es, Daniel. Ich bin an dem Aussichtspunkt. Das ist echt eine Show. Wie kommt das? 15 Jahre lang stockdunkel und auf einmal das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir müssen es rausfinden. Dann komm kurz in die Kantine und wir reden. Ich vermisse dich wie den Schnee im Winter, Loka. Während du Biere gekippt und Barkeeperinnen gevögelt hast? Du kennst mich. Mein Spezialtalent. Ich sag dich doch. Idiot. Irgendwas stimmt nicht. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Mist. Was zur Hölle ist hier los? Aha, das Fischauge. Wie kommen wir da hin? Das Fischauge muss warten. Warten? Warum denn? Wir müssen die Umspannwerke prüfen. Eins ist da drüben. Auf Höhe mit dem Picasso. Und das Fischauge? Hör zu. Ich will dir helfen. Und ich werde dir helfen. Wir machen das zusammen. Aber du musst wissen. Es ist das erste... Es ist seit mehr als 10 Jahren die gleiche Situation. 10 Jahre dieser scheiß Dunkelheit. Wir müssen uns das ansehen. Wie kommen wir zum Umspannwerk? Das ist ein alter Gleitschirm. Mit ihm kommst du an Orte, wo du sonst nicht hinkommst. Folge mir einfach. Lavan, halt! Scheiße. Okay. Was sagt die Uhr? Ja, machen wir noch kurz. Hallo? Ja, das war scheiße. abgefuckt. Ich hab's jetzt nicht gelesen, den scheiß Gleitschirm. Komm, lad. Ich hab's jetzt nicht ganz gelesen, sorry. Gleitschirm da. X zum Öffnen, okay. Oh, oh! Heilige Kacke! Alter! Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ah.
Nicht schlecht. Für einen Anfänger. Das ist einfacher, als es aussieht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das hier passiert. Ich glaube, Waltz hat irgendwie den Strom eingeschaltet. Aber warum sollte er das tun? Er hat nie jemandem geholfen. Warum sollte er den Leuten den Strom zurückgeben? Bist du sicher, dass er es war? Er hat den GRE-Schlüssel in der Autofabrik benutzt. Ich glaube, dadurch ist überall das Licht angegangen. Das ergibt Sinn. Vor Jahren hat das Militär die Anlage übernommen, um die Energiezellen auf den Hügeln zu sichern. Aber ich hatte keine Ahnung, dass man sie wieder in Gang bringt und damit die halbe Stadt mit Strom versorgen kann. Achte auf diesen Schlüssel, Aiden. Weiß der Teufel, was man noch damit machen kann. Wir beeilen uns besser mit dem Umspannwerk. Okay. Sie können Luftstrom nutzen, um den Gleitschirm richtigen Puls zu geben. Okay. Okay, da holt sich die Ausdauer. Okay. Nicht schlecht. Aber du übst besser noch, wenn du mich besiegen willst. Ich wusste nicht, dass es ein Rennen war. Es ist immer ein Rennen, ey. Alter! Holy shit! Jetzt muss ich wieder da hoch. Super! Hallo? Komm ich da irgendwie hin? Ah, komme ich da nicht mehr hoch. Das machen wir jetzt noch kurz. Geht so lauern. Oh, Grutze, Halle, fix. Mit scheißegal langsam. Komm. Vergiss es, Alter.
Da kommst du nicht hoch. Weil wie denn? Da muss ich wohl das Missionsgebiet wieder verlassen. Komm. Und einmal ab in den Tod. Geht doch. Nicht schlecht. Aber du übst besser noch, wenn du mich besiegen willst. Ich wusste nicht, dass es ein Rennen war. Es ist immer ein Rennen, ey. Besser, Aiden. Aber du musst den Wind kontrollieren. Sonst kontrolliert er dich. Muss ich ihr jetzt immer noch folgen, oder was? Alter, was ist das für eine Kacke? Ja, leck mich hart am Arsch. Ich muss den Stick zurückziehen. Ja, das ist noch so. Okay. Doch da. Hey, von hier aus ist es gar nicht weit bis zum Umspannwerk. Geh hin und aktiviere es. Allein? Du bist ein großer Junge, du schaffst das. Es gibt noch eins nahe der U-Bahn. Um das werde ich mich kümmern. Wenn wir eins oder sogar beide zum Laufen bekommen, dann heißt das, dass wir alle aktivieren können. Na, aber wie aktiviere ich es? Das ist kein Hexenwerk, Aiden. Das sind alte Systeme. Wir sollten sicherstellen, dass Kabel und Sicherungen funktionieren. Okay. Dann haben wir damit ein neues Gebiet. Hier ist auch irgendwo noch Hemmstoff, habe ich gesehen. Glaube ich. Ja, ein Impflabor. Mit 4 Hemmstoffen. Okay, müssen wir dann auch noch hin. Das kann man ja vielleicht noch vorher machen. Und dann da. Aber nicht jetzt, sondern das möchte ich dann mit euch in der kommenden Folge gerne machen. Dann werden wir auch die Stadt ein bisschen eher erkunden. Wir sind in einem neuen Gebiet. Haut rein. Die Folge geht jetzt mega lang. Euer. Oh ja.